Gründe, warum sie auf schüchterne Typen steht und du tatsächlich eine Chance bei ihr hast, wenn du die Dinge tust, die du in diesem Video lernst. Gleich werden wir die 5 Gründe aufzählen und was du mit denen anfangen kannst. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz. Heute wieder mit dabei Makako. Wir haben heute eine geile Show für euch vorbereitet. Wir haben 2 Fragen, die per Instagram uns erreicht haben als Sprachnachricht. Heute dabei werden wir auch gleich abspielen. Wir wollen gar nicht weiter rumlabern, denn du willst wissen, wie du die Frau von dir überzeugst, selbst wenn du schüchtern bist. Oh yeah! Verrückt gut siehst du aus. Bereit für die erste Frage? Ich schieß direkt los. Jawohl. Meine Frage wäre, wie soll ich mit sehr dominanten Gegenspielern, nenne ich sie jetzt mal, klarkommen? Leute, die schon auf Veranstaltungen sind oder erst auf Veranstaltungen kommen, auf denen ich auch bin, und sofort die gesamte Aufmerksamkeit fordern. Nicht sofort bekommen, aber fordern. Also wirklich im Raum verstärkt rumgehen und so lange mit den Leuten reden, bis sie der Mittelpunkt von allem sind, sodass Leute wie ich, die jetzt nicht so dominant sind, außen vor ist. Diese Leute sind auch so, wenn sie von einer Person, meistens einer Frau, keine Aufmerksamkeit bekommen, gehen sie verstärkt auf diese Person zu und ziehen dann die Aufmerksamkeit komplett auf sich. Wie soll ich mit solchen Leuten umgehen? Okay. Coole Frage. Als allererstes schon mal. Ja, der Mann hat eine Sorge, die nicht ganz berechtigt ist in diesem Falle. Und das sage ich einfach, weil ich es schon 100.000 Mal erlebt habe, dass in so einer Situation, wenn ein anderer, scheinbar viel extrovertierterer, charismatischer Mann im selben Raum ist, wir denken, dass wir gar keine Chance mehr haben, dass wir uns jetzt zurückziehen, weil jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit auf ihm. Das ist nicht der Fall. Es gibt in jeder sozialen Interaktion nicht nur einen Menschen, auf den die Aufmerksamkeit fällt. Es gibt in einem Moment vielleicht die Aufmerksamkeit, die auf diesen einen Mann fällt oder auf die eine Frau oder auf irgendetwas, was gerade passiert. Aber die Aufmerksamkeit kann so schnell auch wieder weg sein. Unter anderem, weil er gar nicht alle gleichzeitig bedienen kann. Er kann gar nicht, er hat ja keine Bühne. Das ist ja nicht eine Show, wo er 10.000 Leute vor sich hat. Also die Leute sind ja nicht da, um alle auf ihn zu schauen. Das heißt, er wird sowieso von Gruppe zu Gruppe rennen und wird mal mit diesen Leuten quatschen, mal mit den Leuten quatschen und wird gar nicht die Möglichkeit haben, alle gleichzeitig von sich zu überzeugen. In diesen, ja, Momenten, genau. In diesen Momenten hast du die Möglichkeit, nicht nur in den Momenten, grundsätzlich hast du die Möglichkeit, zu der Frau auch hinzugehen, die du magst. Und das sind so viele Sachen, die wir hier echt mal aus dieser Frage jetzt entpacken müssen. Weil das allererste ist, sie will vielleicht gar nicht so jemanden, der so extrovertiert ist oder der so aufdringlich ist oder auf sie den Eindruck macht, dass er sie total überrumpelt und überrennt. Wenn sie eine Frau ist, die genauso schüchtern ist oder zurückhaltend oder einfach nicht so laut und so extravagant unterwegs ist wie jetzt vielleicht die andere Frau, die aufgetakelt dann in den Club geht und überall die Aufmerksamkeit möchte, dann hat sie gar keine Lust auf diesen Typen. Ja? Wir fühlen uns von dem angezogen, was uns ähnlich ist. Das bedeutet, Gleiches zieht Gleiches an. Ja? Finde deine Spiegelneuronen. Ganz genau, Spiegelneuronen ist hier das Stichwort. Ja? Finde deine Crowd. Diese Frau, die du magst, mag höchstwahrscheinlich auch dich zurück, hat aber gar nicht die Möglichkeit, dich kennenzulernen, wenn du Angst hast, dich wirklich vor ihr zu zeigen, weil du dem anderen Mann gerade den Vortritt gibst. Das heißt, es liegt gar nicht daran, dass du keine Chance hast, es liegt daran, dass du ihm schon längst das Spielfeld überlassen hast, ohne es überhaupt zu versuchen. Ja, genau. Aber lass uns mal auf diesen Punkt angehen, den finde ich spannend, nämlich auf das Thema Fokus. Bei mir fällt jetzt gerade auf, dass der Dude, der Kumpel, der Freund, der uns die Frage zugeschickt hat, seine Aufmerksamkeit komplett auf diese Person setzt, die aus seiner Sicht so viel Aufmerksamkeit bekommt oder sie bekommen möchte, als seine Energie reingeht. Und was mir auffällt, ist, dass du deine Aufmerksamkeit auch auf diese Person richtest und ihn beobachtest die ganze Zeit. Jetzt frage ich mich, ist der Fokus jetzt bei dir, dass du Frauen kennenlernen möchtest oder dass du dich mit dieser Person vergleichst?
Weil ich sage dir das mal aus meiner eigenen Erfahrung. In allen Momenten, wo ich früher mich mit anderen Leuten verglichen habe, egal ob sie tatsächlich mega, mega super waren, dominant waren, charismatisch, energetisch, attraktiv, habe ich am Schluss verloren, weil ich in jedem Vergleich verloren habe, mich zurückgezogen habe und mich auf die Ersatzbank gesetzt habe. Und möglicherweise ist es bei dir auch in solchen Situationen, dass du dich zurücknimmst, dich selbst in die Ecke stellst, obwohl das keiner von dir erwartet, und dann als passiver Zuschauer anders, obwohl du vielleicht selber, vielleicht sogar in dieser Rolle sein willst, dass du auf die Frauen zugehst, die Aufmerksamkeit bekommst und mit den Mädels redest und dich deswegen schlecht fühlst. Möglicherweise, ich weiß es nicht, aber die Lösung dazu ist ganz einfach. Leg deinen Fokus ganz auf dich selbst und nicht auf andere Personen. Schon gar nicht auf Leute, die du überhaupt nicht kennst, mit denen du dich nicht vergleichen kannst. Weil Vergleiche machen bekanntlicherweise unglücklich. Wie siehst du das, Andy? Es gibt diese Menschen, die einen Raum betreten können und sofort haben sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Die wirklich einen ganzen Raum so auch bespaßen können. Solche Naturtalente wie Thomas Gottschalk zum Beispiel. Die gibt es, ja, und das ist auch interessant mit anzuschauen, wenn dann so jemand alle entertaint. Aber diese Menschen haben einen großen Nachteil. So sehr, wie sie auf der Oberfläche alle zum Lachen bringen können, so mangelt es ihnen dann in der Tiefe, wenn diese Personen dann Lust haben auf das nächste Level, ja. Und dieses nächste Level, das ist genau das, wo du punkten kannst. Stille Wasser sind tief. Das ist einer dieser großen Wahrheiten, die du gar nicht als deine eigene Stärke siehst, wenn du Angst davor hast, dass du nicht gut genug bist, weil der andere Typ viel lauter ist als du. Ja? Diese Vergleiche, wie du gerade gesagt hast, diese Vergleiche, das ist Äpfel und Birnen vergleichen. Und in diesem Fall sind die Äpfel gar nicht mal so von Vorteil wie die Birne. Also das Lautsein. Du meinst also, du kannst gegen jemanden, der sehr charismatisch ist, sehr laut ist und sehr aufdringlich, ich benutze jetzt einfach mal das Wort aufdringlich, jemand, der sich sehr in den Vordergrund stellen kann, kannst du als schüchterner Mann, oh Gott, ich und Deutsch, als schüchterner Mann mit meiner Tiefe mithalten. Ja. Oh. 100%. Schau mal, wir geben dir jetzt erstmal mehrere Punkte, warum diese Fragestellung kein Grund ist zum Verzagen. Ja? Allgemein hast du in jeder Situation, selbst wenn andere gerade miteinander stundenlang schon geredet haben und den Abend ihres Lebens haben, hast du noch bessere Chancen, dann ins Gespräch hineinzukommen und dann auf einmal, dass sie dann die Aufmerksamkeit auf dich lenken, als wenn sie stundenlang sich langweilen würden. Warum ist das so? In jeder Flirtsituation steigt, je nachdem wie schön der Flirt ist und wie spannend und leichtherzig der Flirt ist, steigt die allgemeine Flirt-Temperatur, nennen wir sie mal. Ja, das heißt, alle Menschen, die in diesem Flirt drin sind, in diesem Spaß, die kriegen immer mehr Lust darauf. Also finden diesen sozialen Input so toll, dass sie immer empfänglicher und offener werden für Input von außen. Das heißt, um es genau zu sagen, dieser lautstarke Typ, der hat dir eigentlich nur die ganze Vorarbeit gemacht. Und wenn er dann zur nächsten Gruppe hinspringt, dann kannst du da schön zu der Frau hingehen und sagen, wow, was für ein Charakter. Hey Mann, das ist, Entschuldigung, wenn ich den Vergleich ziehe, das ist wie Surfen. Da kommt eine Riesenwelle an, eine Energiewelle und ich warte eigentlich passiv ab, spare meine Energie, bis die Welle unter meinem Bauch ist, stehe auf, dann surfe ich laufen, bin dann genau auf dem Träger und kann den Spaß meines Lebens haben. Zumindest den Spaß dieser Welle. 100%. Genau so mache ich es in großen Veranstaltungen, auf großen Events, wenn viele Leute da sind. Ich schaue mir das erstmal von außen an, ist völlig okay. Ja? Ich lasse mich dadurch aber nicht einschüchtern. Ja? Und dann, wenn irgendwelche interessanten Sachen passieren, das ist ja das Schöne, dadurch, dass du dann offen bist, die Dinge auch wahrzunehmen, die passieren, kannst du sie ja auch für dich benutzen. Das sind tolle Gesprächsstarter. Ja, gerade dieser Kerl, dann kannst du da hingehen und sagen, wow, was für ein Charakter. Wer bist du denn so? Und dann bist du schon mit ihr im Gespräch und ihr lernt euch kennen, ohne dass du diesen riesen Aufwand machen musstest, den er gerade gemacht hat. Ja?
Und dann bist du schwuppsdiwupps schon mit ihr im Gespräch und kannst dort dann auch ins nächste Level gehen, also in die Tiefe und sie wirklich kennenlernen. Und dann, das machst du natürlich in den nächsten 3 Minuten, solltest du auch mit ihr in die Tiefe gehen, denn diejenigen, die bei uns im Coaching auch die Entdeckermethode kennengelernt haben, die schwören darauf, weil es gar keinen anderen Grund mehr gibt, ewig mit ihr im Smalltalk-Land zu verharren. Sie will mit dir in die Tiefe gehen. Sie möchte mit dir diese tiefe Vertrauen aufbauen. Ohne Vertrauen geht das nicht. Du hast vorhin was Schönes gesagt, das hat mich daran erinnert. Leichtigkeit ist toll, Flirten ist toll, Vertrauen ist besser. Ja. Wie Leichtigkeit und Vertrauen, wa? Wie Louis Vuitton. Genau, Leichtigkeit und Vertrauen. Keine Schleichwerbung, wir werden nicht bezahlt, dass wir das sagen. Genau. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Irgendwelche juristischen Gründe gibt es da bestimmt. Louis, schenk uns mal ein paar Taschen. Dann können wir sie verkaufen und dann kann ich sie für einen gemeinnützigen Zweck irgendwie verwenden. Hier gibt es so viele Katzen hier auf dieser Insel. Ich möchte mehr von diesen Katzen vermitteln. Louis, schenk uns eine Tasche. Dann können wir da ein paar Katzen mit füttern. Mit dem Geld. Gib uns 1000 Taschen. Gib uns 1000 Taschen, damit wir 1000 gute Dinge machen können. Yes. Wir haben 1000 gute Ideen. 1000 Taschen für 1000 gute Ideen. Dafür sind wir da. Yes. Das heißt, diese schüchterne Frau, die wartet darauf, dass sie jemanden kennenlernt wie dich. Sie möchte gar nicht diesen lauten Typen haben. Und damit sind wir auch schon bei den 5 Gründen, warum sie gar nicht auf diese lauten Typen steht und viel lieber einen schüchternen Mann möchte. Also, Grund Nummer 1. Jede Frau, die sich für einen Mann interessiert, wird sich irgendwann, und irgendwann kann innerhalb von 5 Sekunden sein oder innerhalb von 2 Stunden, die Frage stellen, ist es ein Mann, mit dem ich mir eine Zukunft vorstellen kann? Ob es eine kurze, mittelfristige oder eine lange Zukunft ist. Ist es ein Mann, mit dem ich zum Beispiel zu einer Geburtstagsparty gehen kann mit meinen besten Freunden? Passt er zu mir? Passt er zu meinen Freunden? Ist es ein Mann, mit dem ich meinen Eltern vorstellen kann? Den ich meinen Eltern vorstellen kann. Ist es ein Mann, mit dem ich einen langen Spaziergang machen kann, einen Sonnenuntergang in Bergen und auch zusammen mal die Stille genießen könnte. Ja. Ist es ein Mann, der mich versteht, wenn es mir mal nicht gut geht? Ist es ein Mann, der mir beiseite steht und nicht einfach nur mit seinen Jungs dann zum nächsten Fußballspiel geht und voll auf mich scheißt? Ist er ein Mann, der einfühlsam ist? Kann er denn überhaupt für unsere Kinder so sorgen, wie ich das möchte? Hat er überhaupt die Werte, die ich auch habe und die ich in unseren Kindern irgendwann mal weitertragen möchte? Das sind alles Dinge, auf die sie achtet, die nicht an der Oberfläche sind, wo sie dich erstmal kennenlernen muss und wo sie mit dir in die Tiefe geht. Und je schneller du dann mit ihr in die Tiefe gehen kannst, das heißt, wenn du diese Fähigkeit hast, wenn du diese Fähigkeit erlernt hast, so schnell es geht, in die Tiefe zu gehen. Die Männer bei uns in der Flirt Masterclass, die kriegen das ja mit. Das geht innerhalb von 3 Minuten, geht das schon so in die Tiefe. Und das ist wichtig, denn anders werdet ihr die ganze Zeit nur in diesem Blabla-Land verharren. Ja? Sie will einen Mann, der Tiefe hat, und es ist dein Job, mit ihr so schnell es geht auch in die Tiefe zu gehen, damit sie feststellen kann und damit du vor allem auch feststellen kannst, ob sie gut für dich ist, ob sie zu dir passt. Die meisten Männer, die gehen raus und haben den Anspruch, eine Frau überzeugen zu wollen. Das heißt, sie glauben nicht, dass sie gut genug für die Frau sind. Sie wollen sich ins Zeug legen, damit sie der Frau gefallen können. Dabei ist es doch auf Augenhöhe ein Geben und Nehmen. Ein Kennenlernen bedeutet, dass sie dir auch gefallen muss. Und ihr Aussehen allein kann nicht reichen. Ja? Diese Tiefe, die machen wir nicht nur, weil es schön ist, angenehm ist oder weil sie das möchte. Die machen wir, weil es auch uns ermöglicht, sie kennenzulernen, nach unseren Werten zu filtern. Danke, dass du es sagst. Das ist das Wichtige hierbei. Ja, die meisten Männer, die lassen es komplett außen vor, weil sie einfach nicht daran glauben, dass sie gut genug sind, um tatsächlich auch eine Frau zu filtern, um tatsächlich auch eine Frau nach ihren Kriterien auszuwählen. Grund Nummer 2. Wenn andere zu aufdringlich sind, schießen sie sich dabei selber ins Aus. 100%.
Wir glauben, dass die anderen Männer, weil sie einfach lauter sind oder weil sie direkter sind oder die Frau sofort ansprechen, auf sie zugehen, dadurch auf einmal besser dastehen würden. Dabei ist genau das super fatal dafür, um Vertrauen aufzubauen. Super fatal dafür, dass sie sich einfach nur wohlfühlt in seiner Nähe. Du hast bestimmt schon mal das Erlebnis gehabt, dass du mit einer Frau gesprochen hast. Du hast gedacht, ihr habt eine schöne Zeit. Vielleicht warst du sogar mit ihr auf ein Date. Und danach hatte sie kein Interesse mehr an einem zweiten Date. Oder du hast mit ihr geredet, ihr habt irgendwie das Gespräch gefunden und dann habt ihr Nummern ausgetauscht. Und danach hat sie dir nicht mehr geschrieben. Warum? Warum ist das passiert? Hatte sie kein Interesse? Hatte dir das vorgegaukelt? Nee. Es ist, weil diese Interaktion ihr zu viel Druck ausgeübt hat. Und das ist genau der Fehler, den diese aufdringlichen Typen machen. Wenn du zu viel Druck ausübst, dann verstehst du nicht, was Verführung eigentlich ist. Und zwar ein Spiel, das es ihr ermöglicht, also ein leichtherziges Spiel, das es ihr ermöglicht, sich vor dir frei zu entfalten. Und das bedeutet, dass sie vor dir die Möglichkeit hat, so zu sein, wie sie wirklich ist, ohne in eine Ecke gedrängt zu werden, ohne sich eine Maske aufzuziehen. Und wenn er eine Maske auf hat und sie in die Ecke drängt, dann wird sie das Ganze einfach nur mit ihrem Schutzschild kontern. Und dann hat das Ganze für dich als Außenstehender vielleicht den Eindruck, dass er ganz gut bei ihr ankommt. Aber du weißt nicht, ob die anderen sich danach noch treffen, ob danach noch irgendwas zwischen den beiden laufen wird oder nicht, oder ob sie auch kein Interesse an ihm hat. Bestenfalls haben beide unglaublich viel Spaß in einer kurzen Zeit oder vielleicht sogar für ein, zwei Tage, bis dann eine der beiden Personen dann merkt so, was ist denn das, was ist das, was wir hier gerade haben? Das ist einfach nur pure Energie, aber da fehlt jegliche Substanz. Ist mir früher sehr, sehr oft passiert. Und das heißt ja nicht, ehrlich zu. Ja, das heißt ja nicht, dass dass Druck grundsätzlich was Schlimmes ist oder dass kein Druck aufbauen grundsätzlich was Schlimmes ist. Deswegen sagte ich gerade ein Spiel, weil es alles hat einfach mit der richtigen Prise zu tun. Ja? Die Menge macht das Gift. Und wenn du überhaupt nicht einen Impuls setzt, gar nicht auf sie zugehst, also wirklich immer nur auf der Ersatztribüne sitzt und darauf wartest, dass dir das Schicksal in den Schoß fällt, dann passiert auch gar nichts. Wenn du aber nach vorne preschst und die ganze Zeit Druck ausübst und dementsprechend auch aufdringlich ankommst, dann hat das genauso wenig Erfolg. Ja? Es ist also dieser gesunde Mittelweg, diese gesunde Prise, wo du dich in das Leben von anderen begibst, ihnen die Möglichkeit gibst, dich kennenzulernen, auch dir die Möglichkeit erlaubst, sie kennenzulernen, zu schauen, ob sie zu dir passen oder nicht und dadurch dann auch auf Augenhöhe mit ihr kommunizierst. Das ist, was dann attraktiv ist, das ist, was auch funktioniert. Nicht der Druck, aber auch nicht der fehlende Druck, sondern dieser Moment, in dem du ihr die Möglichkeit gibst, durch dich sich frei zu entfalten, dich kennenzulernen. Und damit wären wir auch schon beim dritten Grund. Grund Nummer 3. Frauen wollen Platz zum Entfalten haben. Oh ja, unglaublich wichtig. Jede Frau, die ich kennengelernt habe, jede einzelne Frau und jede Frau, die du kennenlernen wirst, hat ihre Hoffnung, ihre Wünsche, ihre Ziele für die Gegenwart, für die Zukunft. Und jede Frau sucht insgeheim einen Partner, der zumindest ihre Wünsche respektiert und sie ihr den Freiraum gibt, auch diese ausleben zu können. Sie braucht keinen starken, dominanten Mann, der sie einlullt, in seine Welt zieht und ihr niemals die Zeit und den Raum gibt, dass sie ihre Wege verfolgen kann. Ich meine, ich denke da zum Beispiel an eine der schönsten Beziehungen, die ich je gesehen habe, wie zum Beispiel von Andy. Andy, so viel ich weiß, Andy, hast du komplett, nicht komplett, aber sehr, sehr andere Interessen als deine Freundin. Und trotzdem lasst euch doch gegenseitig den Freiraum, halt eure Hobbys, eure Wünsche und eure Ziele halt zu leben und unterstützt euch gegenseitig dabei. Ja, durchaus. Ja, klar. Da ist sie übrigens, da vorne. Aber ihr habt sie ja auch schon mal im Intro gesehen, hier auf dem Kanal. Genau. Es ist diese Möglichkeit, die sie sich von dir wünscht. Du bist als Mann nicht der große Grobian, der das macht, was er will und dadurch dann
sie davon überzeugt, dass er ein Mann ist. Das ist ziemlich, eine ziemlich kindliche Betrachtung. Frauen haben kein Interesse an so einem Macho oder so einem Arsch. Ja? Als du gerade gesagt hast, dieser möchte gern starke Mann. Damit will ich nicht sagen, dass Stärke nichts Gutes ist. Ich will damit sagen, dass echte Stärke viel mehr damit zu tun hat, dass du verstehst, was andere brauchen und dass du die Weisheit hast, dann zu unterscheiden, was gerade nötig ist und was gerade nicht nötig ist. Ja, ein gütiger König zu sein bedeutet es nicht, die ganze Zeit allen hin und her zu Befehle zu geben, was sie zu tun und zu lassen zu haben. Ein gütiger König, der strahlt durch seine Präsenz allein schon Charisma und Verantwortung und Status aus, weil er der Mann ist, der es anderen ermöglicht, dass sie sich frei entfalten können. Und das ist echte Stärke. Es ist viel stärker, wenn du ihr zeigen kannst, dass sie sich in deiner Nähe wohlfühlt. Das Beispiel vorhin, der andere Mann kommt an und hat ganz viel zu sagen, labert sie voll. Hier ist ein Satz, den du sagen kannst, um die Situation zu entschärfen und gleichzeitig ihr das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit zu geben. Und dadurch bist du dann auf einmal das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Er redet, du lächelst, du hast überhaupt keinen Groll in dir, du schaust sie an, machst vielleicht so, schaust zu ihm. Ja, du bist also spielerisch auch völlig begeistert von dem, was er so sagt. Und dann sagst du einfach ganz locker und haust dir dabei ganz entspannt auf die Schulter. So, cool, Alter. So, jedenfalls, als wir neulich dort über die Brücke gegangen sind, da habe ich was gesehen. Und schon sind wir bei einem anderen Thema. Cool, Alter. Du gibst ihm also quasi ein Kompliment. Props. Du gibst ihm Wertschätzung. Ja. Wertschätzung ist so viel stärker als Hass oder als irgendwelche niederen Impulse, wodurch man andere dominieren kann oder dominieren möchte. Das ist nicht sexy. Ich habe einmal einen anderen Flirtcoach beim Ausgehen getroffen, der seinen Kunden vor der Frau die ganze Zeit fertig gemacht hat und ihn beleidigt hat und gesagt hat, sei still jetzt, komm, hol mir noch ein Wasser. Und der Kunde fand das total klasse, weil er so, wow, so geht das anscheinend, so redet man vor Frauen. Und ich konnte mir das nicht anschauen, wie schlimm er diesen Mann behandelt. Das ist nicht das, was sie will, das ist nicht das, was du willst. Du willst doch deine Freunde mit Respekt behandeln. Wenn sie sieht, dass du vor anderen Männern, dass du dass du die Männer, die du eigentlich gerne haben solltest, so schlecht behandelst, dann wird sie denken, wie wird er mich wohl behandeln? Ja, und das ist nichts, was wir wollen. Das würdest du auch nicht wollen. Ja. Oh je, einen Moment mal ganz kurz. Einmal eine doppelte Runde Wertschätzung an diese Person, die du damals gesehen hast. Tut mir leid. Tut mir leid, Bro. Ja. Ja. So. Platz und Raum zur Entfaltung bedeutet, dass du dir auch die Möglichkeit gibst, okay mit dir zu sein. Du als der Gebende, als der Spender dieses Raumes, kannst gar nicht anders, als ein gütiger, großartiger Mann zu sein. Anders könntest du das gar nicht herstellen, diesen Raum. Das heißt, es gibt dir mehr Selbstbewusstsein. Dieser Mann zu sein, diese gebende Mentalität zu haben, macht dich viel selbstbewusster vor der Frau. Und wenn du dich fragst, wie du dann in diese Güte hineinkommst, dass das ein täglicher Bestandteil deines Seins ist, weil du das vielleicht bisher noch nicht gemacht hast, dann lass uns miteinander reden. Ja? In der Charisma-Analyse gehen wir genau dem auf den Grund, wieso du bisher noch diese Masken aufziehst oder dich nicht traust, aus dir herauszukommen. Du hast es verdient, jetzt endlich mal das Leben zu leben, auf das du Lust hast, jetzt endlich mal wirklich die Zukunft zu starten. Lass uns damit loslegen, du brauchst keinen weiteren Tag jetzt noch mehr in diesem Trott zu verbringen. Ja? Lass dich analysieren, das machen wir in der Charisma-Analyse. Hier oben findest du den Link. Darin werden wir genau einen Leitfaden herausarbeiten, mit dem du dein inneres Charisma endlich zum Strahlen bringen kannst. Das zum Grund 3. Grund 4 kommt nach der nächsten Frage. Denn die letzten beiden Gründe, die werden dir außerdem einen Ausblick geben, wie du damit in deinem Alltag, in der nächsten Situation, in der du dich befindest, dann auch konkret umgehen kannst.
Und damit wollen wir direkt loslegen mit der zweiten Frage, die wir eingeschickt bekommen haben, per Instagram als Sprachnachricht. Wenn du auch deine Frage einsenden möchtest, dann schick mir einfach eine Sprachnachricht, nicht mehr als das, an meinen Instagram-Account. Erklär deine aktuelle Situation und wir beantworten sie vielleicht auch schon in der nächsten Folge hier. Da siehst du den Instagram-Account eingeblendet. Schick dort eine Sprachnachricht. Das machen wir völlig anonym. Das heißt, deinen Namen werden wir auch nicht vorlesen. Wir spielen dann genauso wie hier einfach nur die Nachricht ab, ohne Erkennungsmerkmal. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Servus Andi, ich wollte dir auch mal noch eine Frage stellen, die mir so spontan in den Kopf kam. Und zwar, könnte man das tatsächlich erlernen, einfach durch Tun, also zu flirten? Weil ich habe auch immer gedacht, boah, ich kann das gar nicht, was soll ich da sagen? Aber wir müssen halt das Kind beim Namen nennen. Ich habe es halt auch noch nicht wirklich gemacht, vielleicht wirklich so selten. Und dann halt auch wirklich falsch, genauso wie du sagst, dass man es nicht tun soll. Genau sowas habe ich gemacht, immer. Sonst was. Und was ist, wenn ich jetzt wirklich einfach meinen Mut zusammennehme und einfach mal Frauen, die ich ansprechen finde, anspreche. Und egal, noch den Cringe, der dann folgt, einfach scheiß und sagt, nee, ich mach das jetzt, ich stelle meine Angst. Wird es denn sich irgendwann verbessern? Ich höre da zwei Fragen raus. Aber warte mal, bevor wir drauf an. Der Typ hat voll die angenehme Stimme, oder? Ja, das hat auch mit dem ersten Punkt zu tun. Total angenehme Stimme, ja. Aber auch eine starke Vermutung, warum das so ist. Also zwei Sachen habe ich da rausgehört. Die eine Sache ist die Frage, die er zuletzt stellt, ob diese Nervosität, ob diese Angst und das große Fragezeichen, ob er dann mit der Situation zurechtkommen würde, ob sich das irgendwann mal legt oder nicht, ob man damit irgendwann souveräner wird. Das ist die zweite Frage. Und die erste, die ist eigentlich viel spannender, weil, wie du es auch in der Stimme gehört hast, dieser Mann hat Lust. Der träumt schon davon. Der hat eigentlich schon längst das Szenario im Kopf gesehen, wie er mit dieser Frau redet, wie er mit ihr flirtet. Und das Einzige, was er jetzt noch nicht macht, ist den nächsten Schritt. Er ist kurz davor, er ist quasi ein Schritt schon längst im wunderschönen, warmen Planschbecken, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da reinspringe in den Jacuzzi. Darf ich oder darf ich nicht? Schubst mich, zieh mich. Von Mama die Erlaubnis zu bekommen oder von Papa reingeschubst zu werden oder vom großen Bruder. Das ist unser Job. Das ist Coaching. Ja, von uns kriegst du nun mal auch diesen Arschtritt. Also, wenn du in dieser Situation schon öfters warst, dann weißt du, dass es einfach nicht anders geht, als wenn du dir selber den Arschtritt gibst, dann wirst du das nicht machen. Und wenn du dir selber keinen Arschtritt geben kannst, dann brauchst du den einfach von außen. Und viele von uns haben keinen großen Bruder, mit dem wir aufgewachsen sind, der dann sagt, auf geht's, was gibt's da rumzufragen, mach's doch einfach. Weil wir einfach nicht diese Selbstverständlichkeit gelernt haben von zu Hause aus. Ja? Wir haben viel mehr gelernt, dass irgendwas nicht geht, dass man irgendwas nicht sollte. Mama, Papa, Eltern haben alle gesagt, dass du lieber still sein sollst, dass du wieder zurückgehst in die Ecke, dass du vielleicht nicht geliebt wirst, wenn du dich zeigst, wie du wirklich bist. Haben die diese Liebesentzug gezeigt und dadurch hast du dann gemerkt, okay, wenn ich still bin, wenn ich nicht nach vorne gehe, wenn ich nicht zeige, was ich wirklich möchte, wer ich wirklich bin, dann lieben sie mich erst. Und das ist natürlich so viel an Programmierung, an jahrelanger Indoktrination, dass es dir jetzt schwerfällt. Und diesen Schubs nach vorne, den geben wir dir, aber dazu müssen wir einfach persönlich mit dir reden. Ja? Also komm, die Charisma-Analyse, hier oben ist der Link, und dann geben wir dir da sehr gerne den Arschtritt, oft auch mit Stahlkappe, wenn du das brauchst. Und dann geht's auch vorwärts, ja? Garantiert. Das machen die Männer bei uns im Coaching die ganze Zeit. Hier siehst du gerade ganz viele Bilder von den Männern, die im Coaching sind, blenden wir hier gerade ein. Das sind die Männer, du siehst das Lächeln im Gesicht. Warum haben sie alle dieses Lächeln? Weil sie gemerkt haben, dass sie es endlich dürfen, dass sie nicht falsch sind, wie sie sind. Weil sie endlich gemerkt haben, dass die Frau sie mag und dass sie, wenn sie sie ansprechen, für die Frau ein Geschenk sind. Ja? Nicht etwas Nerviges, sondern etwas Tolles für die Frau. Deswegen sagen Frauen auch den Männern in unserem Coaching so oft, danke, dass du mich angesprochen hast. Weil es nun mal für dich etwas ganz Neues sein wird, wo sich all diese Zweifel dann endlich mal verflüchtigen werden. Bumm, jetzt habe ich mein Bild auch fast umgehauen. Diese Zweifel haben keine Daseinsberechtigung. Und dieser Mann, der hat so schön das Funkeln auch in der Stimme, weil er es möchte, weil er es wirklich will. Und das ist natürlich genau die richtige Energie. Genau. Um zur zweiten Frage zu kommen, ob diese Nervosität dann irgendwann mal zurückgeht oder nicht.
Sieh es nicht so, als ob Nervosität oder die Angst vor dem Ansprechen oder dieses Vergleichen, was du am Anfang gesagt hast, Makako, mit anderen, die es vielleicht besser könnten, oder auch einfach nur die Angst, dass du etwas falsch machen könntest, dass du dich blamieren könntest, was natürlich super viel Druck ausübt bei uns. Ja? Das ist etwas, was du nicht an- oder ausschalten kannst. Sieh das Ganze lieber zyklisch. Es kommt und es geht. Es kommt und es geht. Aber damit dieser Zyklus in Gang geworfen wird, musst du etwas beginnen. Das kennst du in ganz anderen Situationen, auf der Arbeit zum Beispiel, wenn du gerade ein neues Projekt beginnst, wo du am Anfang noch denkst, boah, wie soll ich das bloß bewerkstelligen, und dann fuchst du dich rein und kommst irgendwie rein und auf einmal bist du da quasi im Flow und hast damit viel weniger Schwierigkeiten und kannst dann auch anderen erklären, wie das Ganze funktioniert. Das ist, weil du jetzt zum Flow. Da bist du gerade in diesen Zyklus reingekommen. Aber hast du dann eine Weile lang nichts mehr mit diesem Projekt zu tun gehabt, dann bist du eingerostet und dann sagt dir dein Chef vielleicht nach 6 Monaten, hey, wir haben hier wieder dieses Projekt, dann stehst du wieder da und sagst, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt wieder beginnen, wie war das denn nochmal? Und dann haben wir wieder dann sind die Räder halt eingerostet. Das ist dieser Zyklus. Verlierst den Fokus. Ja. Genau, du verlierst dafür auch diesen Fokus. Ihr habt in dem Video gesehen, 53 Frauen, die ich angesprochen habe, das Video haben wir dir hier verlinkt, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt und das ist passiert, so heißt der Titel. Dass ich da ebenfalls am Anfang nervös war, ja, weil ich es ebenfalls ein paar Tage lang nicht gemacht habe. Und wir sind da extra in diese Stadt gefahren und waren im Hotelzimmer und ich hatte ganz Muffensausen, weil wir gleich die Kamera auspacken. Und natürlich ist das nochmal was ganz anderes, das heißt nochmal mehr Druck, aber ich wusste genau von hunderten Malen, in denen ich in diesem Zyklus war, schon so oft in diesem Zyklus war, wusste ich einfach, ich weiß genau, ich muss einfach beginnen und dann legt sich diese Angst. Ja? Und mit jedem Mal wurde es dann immer leichter. Und hier ist was anderes, was noch super wichtig ist. Das habe ich sogar live in Prag gesehen, wie du dich zum Aufwärmen an Eingang vom Club gestellt hast und Flyers verteilt werden. Einfach nur, um warm zu werden. Hast du überhaupt eine Ahnung, was für Flyer das waren? Das war ein örtlicher DJ, glaube ich. Ich habe die Flyer dort gesehen am Tresen und dachte mir, das ist doch ein schönes Projekt, das möchte ich jetzt unterstützen. Und dann habe ich so getan, als ob ich engagiert wurde, um die Flyer zu verteilen, und habe sie dann eben verteilt und die Leute alle dazu gebracht, irgendwie eine Woche später diesen DJ dann zu sehen. Ich hoffe, der DJ hat da auch einige mehr Gäste bekommen durch mich. Das war zumindest mein Eindruck, weil die Leute dann auch echt sich das Ding, okay, danke. Danke, Mann. Good stuff. Der vierte Grund, warum sie auf schüchterne Typen steht, ist, weil sie schüchtern ist. Wir vergessen so oft, weil wir in unserem eigenen Kopf gefangen sind, was wir alles falsch machen könnten, wie wir uns blamieren könnten, ob wir sie stören könnten, ob wir dann, wenn wir mit ihr auf einmal reden, ob wir dann auch wissen, was wir danach noch sagen sollen. Quasi, dass wir alles richtig machen. Wir sind so in unserem eigenen Kopf gefangen, dass wir denken, es liegt 100% an uns, dass wir ganz vergessen, dass sie genauso viele Geister im Kopf rumschwirren hat. Und viele Frauen, auf die du stehst, denn du stehst wahrscheinlich nicht auf die aufgetakelte Barbie-Puppe, auf die dann der, der Klassenclown, der einfach auf alle Leute zugeht und so aufdringlich auf alle zugeht, dann auch mit ihr am meisten anfangen kann. So stehst du wahrscheinlich eher auf die schüchterne, introvertierte, smarte, intelligente, intellektuelle Frau, mit der du dann auch in die Tiefe gehen kannst, mit der du über viel spannendere Sachen auch reden kannst und mit ihr dann auch eine Verbindung hast, die sich einfach gut und richtig anfühlt und nicht anstrengend und verklemmt. Und diese Frau, die ist auch ein wenig schüchtern oder sogar sehr schüchtern. Ja? Es gibt so viele tolle Frauen, die ich kennengelernt habe bisher, und ich würde sagen, dass die interessantesten von ihnen, die hatten alle eine schüchterne Seite, die dann rausgekommen ist. Meistens, wenn du sie irgendwie mit einem wunderschönen Kompliment zum Erröten oder sowas gebracht hast. Da zeigt sich, wie doch alle Menschen irgendwie ähnlich sind und gerade auch tolle Frauen einfach eine Gemeinsamkeit haben, dass sie es alle sehr gerne haben, wenn sie umgarnt werden. Und mit umgarnt meinen wir nicht, ihr den Hof machen und die ganze Zeit Komplimente geben. Das haben wir schon in einem anderen Video geklärt, wie du das perfekte Kompliment gibst. Hier,
Es geht darum, dass du ihr wirklich zeigst, dass du als Mann nichts von ihr brauchst, nichts von ihr willst und aufgrund dieser Unabhängigkeit imstande bist, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass sie unglaublich süß ist und dass man das ihr unbedingt mal sagen muss. Das ist die Wahrheit, die sie sonst nicht sehen könnte, wenn du nicht so unabhängig wärst. Ja, das ist der vierte Grund. Sie ist genauso schüchtern und es gibt viel zu viele Situationen, die du jetzt schon hast ziehen lassen, weil du gedacht hast, sie ist viel besser als ich, sie ist viel selbstbewusster als ich, sie weiß, was sie tut, sie wird mich bestimmt wegschicken, ich werde mich blamieren und deswegen bist du immer noch nicht mit dieser tollen Frau zusammen. Es ist die Angst, die in uns liegt, die uns zurückhält. Nicht die Fehler, die wir haben oder die wir nicht haben. Jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch ist nervös. Alle Menschen machen sich einen Kopf darum, was sie richtig oder falsch machen. Es sind die Menschen, die sich dann trauen, einfach einen Schritt weiter auf sie zuzugehen. Nur 5 Sekunden länger mutig zu sein als die anderen, die dann den ganzen Unterschied machen. Ich helfe dir sehr gerne bei, diese 5 Sekunden Mut auch an den Tag zu legen. Dazu muss ich dich aber kennenlernen und welchen Flirttyp du bist. Das machen wir in der Flirttyp und Charisma-Analyse. Ich habe es vorhin gesagt, da findest du nochmal den Link. Trag dich ein, hol dir jetzt deinen Termin dazu. Dann reden wir noch diese Woche miteinander in diesem kostenlosen Termin. Kostenlos? Punkt Nummer 5 ist, weil viele Frauen in jungen Jahren mit dominanten Männern schlechte Erfahrungen gemacht haben. Was viele nicht wissen, ist, dass viele Frauen schon im Teenager-Zeitalter, in der Phase, wo sie angefangen haben, Aschentitten zu bekommen, ich spreche es genauso aus, mehr Aufmerksamkeit von Männern gehabt haben und bekommen haben, als sie vielleicht wollten. Sie haben gemerkt, dass sie anders behandelt werden, nur aufgrund ihrer körperlichen Änderung. Und das hat sich ihr ganzes Leben durchweg durchgezogen. Und sie sind es zum Teil gewohnt, dass viele, viele Männer sie ansprechen, ohne irgendeinen Grund zu haben, ihr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit schenken und mit sehr viel Energie und sehr viel Druck alles dran setzen, um sie kennenzulernen. Das ist für solche Frauen, für viele Frauen, nichts Besonderes. Und gerade solche Frauen sind es leid und müde, ständig umgarnt zu werden. Es ist nicht das Umgarnen, es ist das nicht loslassen können, nicht locker lassen können. Gerade diese Masche, wenn du mit einer Frau, du machst das nicht, da bin ich mir sicher, aber die Männer, die das so machen, wenn sie mit einer Frau reden und dann nicht locker lassen können und die Frau sagt, nee, ich muss jetzt weiter und dann, nee, aber wo willst du denn hin? Wo kommst du denn her? Gehst du gerade zur Arbeit? Wo kommst du denn her? Und sie wollen einfach nicht loslassen, wollen nicht locker lassen. Das ist es, was ihnen so ein schlechtes Gefühl gibt auf dem Nachhauseweg. Es ist nicht das angesprochen werden, es ist nicht das lockere, unabhängige Kompliment von einem Mann, der ganz offensichtlich nichts von ihr möchte, weil er selber zutiefst zufrieden mit seinem Leben ist. Ja, der quasi so viel zu geben hat, dass er einfach ein Stückchen abgeben möchte von dieser Freude und der nichts zurückerwartet. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Mann, der dann unbedingt was zurückerwartet. Der möchte, dass sie ihm ihre Nummer gibt oder der möchte, dass sie ihm irgendwie Aufmerksamkeit schenkt, dass sie mit ihm nach Hause geht und so weiter und so fort. Das ist das, was so viel Druck ausübt. Und das ist die Erfahrung, die jede Frau schon mal gemacht hat. Sei es einfach nur selber, weil ein Mann nicht locker lassen wollte oder dann eben auch tatsächlich in extremerer Form, weil ein Mann nicht locker gelassen hat bei ihr oder bei einer ihrer Freundin oder bei einer Schwester. Und das prägt einen natürlich. Ja? Das heißt, das macht vorsichtig. Ja, das macht sie vorsichtiger. Wir wollen als Männer für Frauen natürlich da sein. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und da liegt ein großes Missverständnis vor, denn gerade die schüchternen Männer, die verkopft sind, wovon ich weiß, dass du dich auch wahrscheinlich mit vielen dieser Punkten auch identifizieren kannst, diese Männer wollen nicht zu weit gehen. Sie haben Angst davor, zu den Bösen zu gehören. Sie wollen nicht wie dieser Alpha, wie dieser Macho, wie dieser Typ sein. Und deswegen versuchen sie ihr Allerbestes, um gar nicht erst in die Nähe dieser Persönlichkeit zu kommen. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil du bist nicht dieser Kerl. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass du auf einmal der Mann bist, vor dem sie Angst haben müsste. Du hast ein schönes Herz, das es
sich lohnt, gezeigt zu werden, wenn du dich selber endlich traust, diese Güte nach außen zu tragen, dann fehlt nur noch das kleine Wissen, was du anhand von einem Leitfaden dann dir einmal angeeignet, du auch replizieren kannst, wie du dann im Gespräch auch einfach das Gespräch am Leben halten kannst. Das sind Kleinigkeiten, da gibt es die Ja-Und-Regel, da gibt es die PBJP-Methode, da gibt es die Entdecker-Methode, da gibt es viele Dinge, die wir dir im Coaching sagen und auch hier schon auf diesem Kanal, die in verschiedenen Videos beigebracht haben. Aber das Ding, das dir fehlt, ist nicht die nächste Methode. Es ist das Vertrauen in dich selber, dass du kein schlechter Mensch bist. Dass du es verdient hast, happy zu sein. Und dass du und sie schon längst sehr viel gemeinsam habt. Dass sie dich kennenlernen möchte und dass sie es verdient hat, nicht mit dem nächstbesten Arsch nach Hause zu gehen, sondern mit jemandem, der sie auch respektiert. Und dazu musst du dich trauen, in ihr Leben zu treten. Das ist dein Privileg. Du hast Interesse. Und dass du einer von diesen Männern bist, Interesse hast, dran denkst, warum du es machen willst, ist ganz einfach. Ich habe den Beweis dafür, weil du uns jetzt nach 40 Minuten immer noch zuschaust und zuhörst. Ganz einfach. Und das machst du wahrscheinlich, weil du auch hier etwas hörst, was mehr ist als an der Oberfläche nur Leichtigkeit, Flirten. Ja, es ist das Vertrauen, das so wichtig ist, zu etablieren. Wenn du niemandem vertraust, dann möchtest du dich auch nicht vor diesem Menschen ausziehen. Ist ja klar. Ah, absolut, absolut richtig. Leichtigkeit ist der Schlüssel, die Eintrittskarte, der Eröffner. Aber für die nächste Stufe, für das nächste Level brauchst du Vertrauen. Ja. Nicht nur ihr Vertrauen, sondern auch Vertrauen zu dir selbst. Und zwar Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Urvertrauen, dass alles gut ist und alles gut wird. Genau. Amen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenke uns bitte ein Like. Danke. Damit unterstützt du uns und diesen Kanal, dass wir weiter wachsen. Schreib unten drunter, ob dir diese 5 Gründe geholfen haben. Und mein Lieber, wenn du jetzt wissen möchtest, mit welcher Methode du die Frau verrückt nach dir machen kannst im Gespräch, dann sage ich dir das im persönlichen Gespräch mit dir in der Flirttyp- und Charisma-Analyse. Hier kannst du deinen eigenen kostenlosen Termin ausmachen. Bis gleich.